Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rescue Headquarters auf meinem Kanal. Und ja, als allererstes möchte ich natürlich das Versprechen einhalten, dass wir hier die zwei Räume aufräumen. Dass jeder wieder denkt, ja, das jetzt wieder, das hätte er jetzt auch noch in der letzten Folge machen können. So, wir machen einmal Pause. Dann wird das gleich gemacht. Es fehlt auch nicht mehr viel, dann hätten wir da auch gleich noch das, was fehlt hier. So. Also. Jetzt wird hier aufgeräumt. Einmal den dahin. Wir haben es ja da schon recht effizient gemacht. Eigentlich kann der so hin. Da kann da noch so ein Gewichtstämmer hin. So. Dann kommt die Tür. Ich würde sagen, möglichst nahe. Also, oder besser gesagt, hier in die Mitte. Da drüben gilt natürlich das Gleiche. Da haben wir möglichst viel in den Raum reingepackt. So gut es ging. So, würde aber genauso passen. Ich meine, das Team ist ja gewachsen, der Raum aber nicht. Irgendwas muss man ja machen. So. Theoretisch hier hätte noch was Platz. Jetzt die große Sache. Ja, da hat noch eine große Platz. Aber dann hat die Tür nicht richtig Platz. Also ich räume das mal aus dem Weg. Passt aber dann nicht überein. Das ist da das Problem. Und so löse ich das Problem auch nicht, dass es da nicht Platz hat. Also die Tür ist ja hier. Von dem muss man ausgehen, dass es schön gerade durchgeht. Und leider gibt es ja da kein... Doch da, ein Sitzsofa, aber das ist eben das da. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier noch... Vielleicht den so, dann hat man so eine Sitzecke da. So zu platzieren, geht es da so rein, da durch. Aber mehr ist da nicht möglich. Außer da noch. Ja komm, wir machen es auf Effizienz. Man muss es so verstehen. Es soll nicht schön, also ja, es soll schon gut aussehen, aber so ist es am effizientesten. Wir brauchen möglichst viele Plätze hier. Sonst haben wir da ein Problem. Gut. Jetzt warten wir noch schnell ab, bis ein weiterer Auftrag zurückkommt. Dann können wir dann den Kanister freischalten. So, dann senden wir hier erstmal den Helikopter. Mit den drei besten Leuten. Ah, komm, hier auch. Einfach, weil wir es können. So, ich hätte den besser behalten, weil jetzt kommt dann gleich das Event und ich habe den Helikopter nicht. Und wahrscheinlich brauche ich ja da nur Wasserfahrzeuge. Ja, war wieder eine tolle Idee. Hier waren die beiden Boote. So, hier habe ich jetzt zum Glück zwei. Falls es mal knapp wird. So, ich weiß nicht mehr, ob der Kanister an der Wand stehen musste oder nicht. Werden wir gleich herausfinden. Es ist ja immer wichtig, dass wir hier trainieren. So, da haben wir ihn. Wie viel Platz hat denn der gebraucht? Da hat er Platz. Okay. Dann hat er auch hier Platz.
Theoretisch hier in der Lücke, das ist ja... Ha, das ist ja bestens. Der lässt sich gut machen. Weil ich möchte ja auch immer trainieren, währenddessen irgendetwas auf dem Boden geschüttet wird nebenan. Das ist sicher ein tolles Gefühl. So, dann sollen sie mal. Ah ja, da. Das sind die Feuerwehrleute, die da trainieren. So, ich glaube, jetzt kommt da gleich das Schlussevent. Und unsere Helikopter sind wieder da. Immerhin etwas. Ja, ich glaube, das ist der. Das ist es. Jetzt wird's krass. Die Wache der Königin hat um Unterstützung durch die Yachtflotte ihrer Majestät gebeten. Die Verbrecher wurden in Verkleidung auf dem Schiff beim der Königin entdeckt. Und ihre Absicht ist, ihre Majestät mit der Kraft ihrer Toxity zu stürzen. Sie behaupten, nicht einmal ein solch starker Monarch kann sich seiner Macht verweigern. Senden Sie die Küstenwache um alles andere zur Verfügung stehende los, um die Königin retten. Okay, wollen wir mal schauen. Also, es geht, glaube ich. Wir werden sehen, das sage ich jetzt noch. Die Boote sind genau weg mit der Rettungsausrüstung, klar. Ja, bringt uns nichts anderes groß. Wir brauchen einfach 30 Leute. Aber ihr seht ja, vor allem bei der Küstenwache ist das, haben wir da nicht groß Probleme gehabt bisher. Oh, schon viel zu viele. So. Und ihr seht, alleine die Leute hier geben 3 Rettungsausrüstung ab. Das ist ja schön. Da kann ich noch erhöhen, wenn wir es brauchen. Dann habe ich da ein Schiff. Wir nehmen mal nur die Boote, zum Schauen, ob das reicht. Ich habe 3x Brecheisen hier. Oder wie man es nennen will. Da ist ein Boot leider weg. Weil die müssen ja auch damit rechnen, dass man nicht den Hafen voll haben kann. So, 93% kommt man da. Die brauchen wir nicht oft. Die können mit. Ja, das schaffen wir locker, wie ihr seht. Hier so ein Erste-Hilfe-Set und wir sind bei 100%. Und es gibt nur 100 Erfahrungen. Das ist ja wieder ein Witz. Das ist ein richtiger Witz. So, also unsere Ausrüstung reicht locker für das. Jetzt wollen wir natürlich sehen, wie es losgeht. Wie sie alle rausfahren. Also bleiben uns die Helikopter noch enthalten. Ihr seht, alle, die jetzt blinken, fahren gleich los. Ole! Ja, sieht schon irgendwie cool aus. Auch wenn es ja schade ist, dass das gerade bei der Umgebung in diesem Game nicht groß Wert drauf gelegt wurde. Das ist ein bisschen schade. Also deshalb habe ich die Kamera von oben gewählt, weil es ja, von der Seite einfach komisch aussieht. Was nehmen wir hier? Den da. Weil die einfach ins Nichts fahren. Aber da muss man sich dran gewöhnen. Das ist nun halt mal so. Oh, hier sollte ich noch das. Komm, wir nehmen das GWG. So, 102%. 100. Sehr gut. Wir sind am 6. Tag am Abend. Und ja, wir müssen hier noch abbauen, wenn ich da ehrlich bin. Da müssen wir gleich den Schmuggelauftrag annehmen. Unbedingt. So, ich habe das fast verschlafen wieder. 6. Hier noch eines. Also wir brauchen doch noch ein bisschen Kohle, ehrlich gesagt. 293.000 fehlen uns da. Gut, ich glaube, könnten wir da noch einen Kredit aufnehmen? Vielleicht schon. Einmal haben wir auf jeden Fall den schon in Anspruch genommen. Man kann, glaube ich, 3x. Aber wir lassen es mal drauf abkommen. Ist auch immer cooler. So, der lässt sich wieder nicht reparieren.
Oh, da ist noch einer gekommen. Jetzt bin ich aber langsam mager ausgerüstet. Ja. Sehr mager. Komm, da haben wir noch ein bisschen Zeit. 3 Stunden kommen ja welche zurück. Also, Trainingsraum abgeschlossen. Büro für einmal nicht riesig voll. Und könnte natürlich noch ein bisschen mehr belebt sein. Uns fehlen aber nach wie vor die Leute. Oh, Glückwunsch, sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Ich dachte, es geht bis um 6 Uhr, weil meistens war ja da die Schicht zu Ende. 7574 Punkte. Ja, jetzt bin ich gespannt, Chat. Sendet mir euer Ergebnis, ob ihr mehr erhalten habt, natürlich. Geld erhalten 5,7 Millionen, 59.000, Belohnungen, gelungen, 64 zu 14, abgegeben 7 nur. Stadtzuschüsse übrig, 0, also wir hätten 0 übrig. Freigeschaltet, relativ viel. Wir machen weiter spielen noch zuerst. So, weil ich möchte schauen, ob das noch zählt, wenn ich jetzt da den Rest noch freischalte. Was fehlt denn noch? Außer, das ist wieder irgendwie verbuggt und ich kann das Achievement nicht erhalten. Aber es wäre eigentlich schön. Aber stimmt, wir haben eigentlich alles. Ich habe wirklich alles gebaut. Und ich habe es jetzt nicht gesehen hier unten. Ah, die fehlen ja noch, genau. Die 4. Kommt drauf an. Bekommen wir jetzt noch Punkte? Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt weiterspiele, dann muss ich hier auch noch umwandeln, weil sonst verlieren wir das noch hier. So. Immerhin wieder ein Boot da. Wir lassen es mal drauf abkommen. Wir haben ja das Spiel abgeschlossen. Und das wird demnach, sage ich euch ganz ehrlich, wird das auch die letzte Folge der Staffel sein. Weil, ja, jetzt kommt der Endlos-Modus und teilweise war ja der auch, kam dann gar nichts mehr. Also wir hatten auch schon versucht weiter zu spielen und es ist einfach nichts mehr passiert. Das kam ja auch schon vor. So, ich habe wieder ein bisschen was. Ja, dann sind es nicht mehr so viele. Da kommt noch was 20.000 rein. Ja, 556. Ja, wir schaffen es nicht mal. Jetzt gehen wir noch pleite, oder wie? Ja, wir gehen pleite, sehr toll. Ja, ich glaube, der Score ist um 5 höher gegangen oder so. Und das Doofe an diesem Game ist ja auch, und das ist das erste Mal, dass wir pleite gehen, muss man dazu noch sagen. Ich habe keine Chance, irgendetwas anders zu machen. Ich habe einfach verloren. Und ich müsste einfach entweder das Safe Game laden, welches, ja, wir könnten klar das noch herumreißen, oder neu beginnen. Und das ist auch irgendwie, ha. Vor allem, wenn es um solche Zahlen geht, die da gerechnet werden, wird es schon langsam schwer, muss ich ehrlich sagen. So, aber ist mir jetzt am Ende, sag ich mal, egal, ich hätte das Achievement gerne geholt für die 4 Stück, aber was soll ich machen? Wir haben dieses Szenario abgeschlossen und wir hätten eh nicht weitergespielt. Also ob wir jetzt noch Konkurs gehen oder nicht, ist dann auch egal eigentlich. Wir rufen mal die Credits auf. Da kann man, glaube ich, sogar scrollen. Ja, genau. Still Alive Studios, Rescue Headquarters, mit dem Küstenwache-DLC. Das war die Staffel. Es war, ja, man kann es jetzt ein bisschen so beziehen oder so. Wir haben mehr als ein halbes Jahr daran gespielt, weil es Unterbrüche gab. Und das war die eine Seite, die ich nicht so toll fand. Aber die liegt natürlich an mir selbst. Vom Spiel selbst. Ich fand, dass die DLC hat ein bisschen Abwechslung reingebracht. Man hat aber auch wieder an den einen Ecken und Enden die Probleme gesehen, die Dinge, die
die diesem Spiel besser sein könnten. Wie erwähnt vor ein paar Folgen, habe ich gesehen, dass wahrscheinlich nichts mehr kommen wird und der Preis wurde auch ein bisschen reduziert noch im Steam Store. Ich denke, das Game wird so bleiben, wie es aktuell ist. Ja, ich habe trotzdem über 30 Stunden gespielt hier drin. Man darf es nicht unterschätzen. So ist es nicht. Ah, das Coast Guard DLC kam gar nicht von ihrem Studio, wenn ich das richtig sehe. So, und Uwe Thoma ist der Bürgermeister gewesen. Dreamloop Games, wenn ich das richtig sehe. Ja, wie gesagt, ich habe über 30 Stunden darin gespielt. Ich glaube, ihr habt auch Spaß gehabt zuzuschauen. Es ist ein cooles Game. So, ob es ein bisschen überteuert ist, ja, ich habe jetzt nicht gesehen, was es neu kostet, aber davor fand ich es ein bisschen überteuert für den Preis. Man muss aber auch wieder sehen, es ist ein Spiel, wenn ich mir jetzt, wenn ich richtig liege, aus Deutschland. Und ja, in anderen Ländern hast du halt tiefere Entwicklungskosten als in Deutschland. Auch wenn du, ich glaube, man kann auch den Staatszuschuss haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch gilt. Da kann man das Studio schon ein bisschen finanzieren, aber es ist halt nicht etwas Günstiges, so eine Softwareentwicklung. Gerade mit allen Umfängen und so. Und das hat man schon ein bisschen erkannt, dass an gewissen Stellen einfach ein bisschen gespart musste oder wurde, sag ich mal. Ja, mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Schreibt einen Kommentar, wie ihr abschließend das findet. Ich weiß nicht, ob ich je wieder zurückkehren werde, weil es müsste ja schon irgendwie wieder neuer Content da sein, dass es mich wirklich interessiert, weil wir haben alles durchgespielt, so gut es ging. Deshalb, ja, hier kommen gerade noch die Songnamen, wo es auch 2-3 Probleme gab. ja, deshalb vielleicht belässt sich die Playlist auch so, wie es ist. Wenn ihr jetzt noch nicht so viel gesehen habt vom Game, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch eine Playlist. Ja, wir haben einige Folgen gemacht in ein paar Staffeln. Und ja, wir sehen uns wieder in einem anderen Video, in einem anderen Projekt. Lasst doch auch ein Abo da. Und ja, bis bald. Euer Fabian. Ich bin dann mal raus. Tschüss.